Das ist alles, was die Spitzenkandidatin der sozialistischen Plünderung Deutschlands, auch bekannt als SPD, anlässlich des Todes eines deutschen Polizeibeamten, ermordet von einem islamistischen Terroristen auf deutschem Boden, zu sagen hat. Wortreicher war sie höchstwahrscheinlich in Sachen Sylt, wortreicher ist sie in Sachen, ja, all dem, was in ihren ideologischen Kramladen passt. Dies ist unglaublich, Frau Barley. Bitte belästigen Sie uns nicht mehr mit Ihren Twitter-Nachrichten auf X, ehemals Twitter.